herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das eine neue Folge ist. Ich schon. Du schon? Ja. So, du wolltest ja ganz unspektakulär heute zu Wort zur Sache kommen, hast du gesagt, ne? Nee, ich wollte erstmal, ich habe hier meine super coole Tasse. Was ist das für eine? Die ist... Von dem Erfurter Dom? Nee, das ist so eine Magic-Tasse. Ich habe die bekommen, als ich den Landtag verlassen habe. Das ist auch schon lange her. Genau, aber es ist immer noch... Tassen funktionieren das ganze Leben, ne? Und die ist schwarz normalerweise. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja ein tolles Geschenk, eine schwarze Tasse, danke. Also, dann machst du jetzt was Warmes rein und dann passiert? Genau, und dann taucht da unsere alte Landtagsfraktion auf. Du und ich und hier ist die Wiebke. Als Bild? Als Bild. Aber es ist halt, mein Kaffee ist nicht heiß genug gewesen. Die sind alle ohne Kopf. Guck mal, da ist der Thomas. Aber alle ohne Kopf, weil die natürlich die Beine unten haben und das wird nur so lange sichtbar, wie das war. Genau, und mein Kaffee ist halt nicht voll und deswegen haben im Moment alle keinen Kopf, aber... Das Gute ist ja, die haben alle die Beine unten. Ja, schön. Die stehen so mit beiden Beinen sozusagen auf dem Boden des Grundgesetzes ja sowieso. Beweisen. Und dann auch noch im Leben. Und ich habe die Tage darüber nachgedacht, ich hatte ja mein 9-jähriges gerade sozusagen, mein 9-jähriges AfD-Jubiläum. Und man hat mich gefragt, ob es Mitarbeiter gibt, die länger dabei sind. Jetzt insgesamt? In der AfD. Ach so, die doch immer dabei sind. Das ist natürlich eine gute Umfrage, die wir machen können. Genau, also wenn jemand... Allerdings, also melden macht frei, wir wissen ja nicht, wo das dann diese Informationen landen. Ja, doch, wissen derjenige wir. Oder dasjenige sollte sich das überlegen oder diejenige natürlich auch und uns vielleicht mal Bescheid sagen. Ja, aber... Seit wann? Durchgehend beschäftigt gilt nur? Natürlich. Also ohne rausgeflogen und... Ja, ich bin nirgendwo rausgeflogen und durchgehend seit Februar 2015. Herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich sagen, im Februar 2025 machen wir eine kleine Party zum 10-Jährigen. Echt? Gut. Aber würde ich sagen, ne? Das dann machen wir auch eine Sondersendung mal. So, was war diese Woche noch wichtig? Die rassistischen Dinosaurier. Nein, wir wollten erst mal anfangen und sagen, wir sind unspektakulär heute unterwegs. Du wolltest das so ein bisschen schneller und zügiger machen, weil wir tatsächlich ein bisschen in Termindruck sind, ne? Ja, aber das... Da haben wir gesagt, wir suchen mal keine aufregende Location, wie man so schön sagt, oder so ein Filmaufnahme-Dings, sondern machen das hier in meinem Büro. Hier saßen wir auch schon mal. Es ist immer so aufregend, wie man es draus macht. Ist auch nach wie vor gemütlich hier, finde ich. Ich bin auch gern hier. Aber ich möchte jetzt über rassistische Dinosaurier reden. Genau, das war ja auch so ein Ding, was bei Apollo News habe ich das gelesen. Ich habe das bei der Bild-Zeitung gelesen. Ah, ich weiß gar nicht. Apollo News, die tauchen manchmal so bei mir in der bei Twitter auf. Das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Und die hatten geschrieben, dass also jetzt irgendwie eine Studie der Universität dazu geführt hat, dass Dinosaurier an sich sexistisch sind oder nur die Namen, die... Nee, sexistisch auch? Auch, ja. Und nationalistisch auch, ne? Rassistisch. Rassistische, sexistische Dinosaurier, weil... Also die Dinosaurier an sich oder nur die Namen? Das spielt eigentlich keine Rolle für die Geschichte, finde ich. Okay. Weil das Problem nämlich ist, dass die Dinosaurier haben viel zu selten Frauennamen und... Entschuldigung. Das sind ja auch Dinosaurier und keine Dinosaurierinnen. Ja, ja. Vielleicht sollte man denen das nochmal mit auf den Weg geben. Und sie haben halt oft Namen der Archäologen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und das waren halt ganz selten Afrikaner. Und auch selten Archäologinnen. Ja, weil das schon lange her ist und weil Frauen da halt auch oft noch andere Sachen gemacht haben. Wobei Archäologen, also ich sag mal, die archäologische Arbeit an sich erinnert ja so ein bisschen an Hausfrauenarbeit manchmal. Hast du mal gesehen, wie die arbeiten? Nee. Wie die mal den Schmutz so wegbürsten mit so kleinen Besen und mit Zahnbürsten und so. Ja. Das erinnert mich immer so ein bisschen ansatzweise an Hausarbeit. Sodass mich eigentlich wundert, warum gab es, zumindest früher, nicht viel mehr Archäologinnen, die gesagt haben, okay, ich mache das Gleiche wie zu Hause, nur... Irgendwie auf dem Feld. Kann ich dir verraten, weil es damals noch genug Männer gab, die genug Geld nach Hause gebracht haben, dass Frauen nicht arbeiten gehen mussten. Ah, okay. Und dieser Dinosaurier ist jetzt ja oft in dem Gutachten gegen Rechtsextremismus. Nee, das habe ich mir nur mit aufgeschrieben, weil ich finde, dass das so schön passt. Wobei auch das Gutachten gut zu mir passt. Und ist es eigentlich Zufall, dass das blau ist? Ja, jedenfalls hat Frau Faeser, die meines Erachtens schon aussieht wie so die allerletzte Stasi-Tante. Darf man das sagen? Ja, oder wie eine Dinosaurierin gegen Rechts. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, und das ist eigentlich auch der Punkt, was darf man noch sagen? Darf ich sagen, ich finde, Frau Faeser sieht aus wie eine Stasi-Tante? Wenn du sagst, du findest, die sieht so aus, dann ist das ja eine Meinungsäußerung. Ja. Aber wenn du sagst, die ist, dann ist das schon schwierig. Ja. Also die ist eine Stasi-Tante, was wahrscheinlich... Nee, das ist sie ja nicht. Nö. Also, aber ich finde das. Ja. Aber das Problem ist ja, dass heutzutage auch Meinungen, die eigentlich erlaubt sind, weil sie gegen kein Gesetz verstoßen, nicht mehr gehen. Das ist sozusagen das... unterschwelliger Hass, den du hier sozusagen hier verspritzt. Verspritzt. Kann man so sagen, oder? Absolut. Ja.
Und das mache ich den ganzen Tag hier. Aber Feser ist ja nicht alleine. Es gibt ja noch diese unheimlich sympathische Frau Paus. Ja. Aber nicht so wechseln mit der Frau Bau. Frau Bau ist dieses Duracell-ähnliche Geschöpf, was die, als Bundestagsvizepräsidentin. Da muss ich immer dran denken, amtiert, dass es neue Folgen von Pumuckl gibt im Moment. Ehrlich? Ich liebe Pumuckl. Und wer macht Meister Eder? Na, den gibt es ja nicht mehr. Ach, Pumuckl alleine? Tot. Gut, also jedenfalls, Frau Paus, nicht zu verwechseln mit Frau Pau, habe ich gerade gesagt. Ja. Frau Paus ist ja die Nachfolgerin von Frau Spiegel. Wer erinnert sich noch an die sympathische Frau Spiegel? Die das war die, die abgebunden hat. Genau, die krachend versagt hatte da bei der Ahrtal-Katastrophe und dann hier einen auf dicken Max machen wollte. So, und die Frau Paus und die Frau Feser, das sind so, ich habe überlegt, wie kann man sie bezeichnen? Also die richtige Rockröhren gegen rechts, oder? Kennst du Rockröhre? Ja. So wie Susi Quadro war, glaube ich, so eine Rockröhre. Ich habe an Tina Turner, ist das? Okay. Weiß ich auch nicht, aber jedenfalls diese beiden bei Paus und Feder, denke ich mal, die sehen aus wie so Rockröhren gegen rechts. Also das sieht irgendwie komisch aus. Es hat nämlich die Woche hat jemand geschrieben, du sollst alle Knöpfe zumachen bei deinem Jackett. Und da habe ich ihm erstmal geschrieben, im Stehen, habe ich geschrieben, dass man den untersten Knopf nie zumacht. Den obersten eigentlich auch nicht. Ja, wenn es nur zwei sind, dann. Kommt drauf an. Aber ich habe mir nämlich gerade aufgefallen, dass er auch nicht so gekommen ist. Also wenn es nur zwei sind, macht man nur den mittleren zu, wenn man sitzt sozusagen. Wenn es zwei sind, gibt es keinen mittleren. Deshalb, man macht ja auch keinen zu beim Sitzen. Ach so, beim Sitzen habe ich gar nicht mehr zugehört. Ich höre dir immer nur am Anfang vom Satz. So, wir fangen aber jetzt mal mit dem Thema an. Jetzt kommen wir zu einem Exzerpt einer Rockröhren. Also es gab jedenfalls haben die beiden Rockröhren, die haben dieses Papierchen hier vorgestellt. Das heißt, Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen. Ja. Und es beginnt mit... Rechtsextremismus bleibt die größte Gefahr für unsere Demokratie. Mhm. Das ist schon grammatikalisch interessant. Seit wann ist das denn die größte Gefahr für unsere Demokratie? Eigentlich schon gefühlt immer, ne? Und wie lange bleibt es das denn? Nie wieder ist jetzt. Das Problem hatten wir letztes Mal schon. Also auch dieser Satz macht grammatikalisch keinen Sinn. Bleibt. Weil das ist ja eigentlich eine Aufforderung. Ja, und vor allem, wenn es das bleibt, dann macht es ja auch keinen Sinn, was dagegen zu machen. Wenn man jetzt schon weiß, dass bleibt. Kann man wohl nichts machen. Ja. Wer hat denn das redigiert? Ich nicht. Ja, gut. So viel steht schon mal fest. So, und dann also hat man schon nach dem ersten Satz keinen Bock mehr zu lesen, weil das alles stilistisch Mist ist, oder? Aber das ist eigentlich meistens so. Okay. So, und dann geht's los. 13 Punkte. Ein 13, wieso eigentlich 13? 13 ist ja so eine Unglückszahl. Ja. Ob das Absicht ist? Man weiß es nicht. So. Ja gut, es gibt ja so ein paar Zahlen, die sind so ideologisch verbrannt, die darf man nicht nehmen. Wegen Buchstaben im Alphabet und so, ne? Ja. 13 würde jetzt stehen für A und C. Ja. A, C, A, B. Das hatten wir doch mit dem Habeck, der sogar zu blöd war, darf man das sagen? All Cops. Der sogar zu blöd war, die Anfangsbuchstaben von Annalena Baerbocks Namen hintereinander aufzusagen. Alter Schwede. Du musst dir sagen, der mir zu blöd erschien. Okay, siehst du, es ist Topfschlagen im Minenfeld, oder? Ja. Also wir sind jetzt bei A, C. Zum Glück habe ich einen guten Anwalt. Vor Christus heißt es doch auch, ne? Ante Christus, irgendwie so. AC und BC gibt es doch. Ne, BC ist vor Christus. Ja, aber nicht AC, AB. Ne, okay, gut. Ist egal. Ja, jedenfalls, also Punkt 1. Resilienz der Demokratie stärken. Resilienz ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe darüber mal geschrieben, über Resilienz. Finde ich gut. Was hast du darüber geschrieben? Eine Abschlussarbeit oder so. Ich finde, Resilienz ist auch so ein neudeutscher Politbegriff, ne? Ja. Den gibt es noch nicht lange. Also damals wusste ich gar nicht, was das ist. Das ist aber schon lange her. Das heißt so viel wie Widerstandsfähigkeit, ja, genau, glaube ich. Dann kann man das übersetzen für diejenigen, die nicht sich täglich mit Resilienz beschäftigen. So ähnlich wie Pestilenz gibt es ja auch. Und das ist bei Menschen was sehr Wichtiges, finde ich, Resilienz. Aber natürlich ist es auch bei einer Demokratie sehr wichtig. Ich hatte nur nicht den Eindruck, dass es ihr bisher daran gefehlt hat. Jedenfalls geht es dann los mit, wenn autoritäre und rechtsextremistische Kräfte die Demokratie angreifen, sind ihre ersten Ziele oft Justiz, freie Presse und die demokratischen Institutionen. So. Genau. Das finde ich schön. Da fragt man sich, darf ich was fragen? Oder darf ich mich was fragen? Du darfst dich auch was fragen, ja. Da frage ich mich, radikale Kräfte? Extremistische Kräfte? Autoritäre Kräfte. Das passiert doch gerade auch. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Deswegen habe ich das so lustig bunt angemalt, weil ich dachte, ach so, das ist eine Zustandsbeschreibung. Eigentlich ja. Also autoritäre Kräfte greifen Justiz an. Ja, ich sage nur, Gewaltenteilung, Richterauswahl, Bundesverfassungsgericht, Präsident, Bundesverfassungsgericht. Weisungsgebundene Staatsanwälte? CDU-Kämpfer von Merkel, weisungsgebundene Staatsanwälte, sehr, sehr seltsame Urteile, Auswahl von Bundesrichtern auch, die genau nach Quote ausgerechnet werden und so. Das ist schon also ein jahrzehntelanger Angriff auf die Justiz eigentlich, die autoritäre Kräfte in Deutschland vollziehen. Aber die erschienen mir bis jetzt nicht per Definition rechtsextrem.
Da steht ja auch autoritäre und rechtsextreme. Ah. Das ist additiv. Also die anderen können das auch. Ja. Und das machen sie ja auch. Genau. Also Justiz, was hat es noch? Justizfreie Presse? Freie ja. Presse? Ja, wo ist sie denn? Ja. Ja. Also das brauchen wir nicht zu vertiefen. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja dann irgendwie wieder vom Tisch gewesen, dass die diese Medien, also so eine Zeitungsförderung sollte es doch auch geben. So 200 Millionen sollten wir irgendwie mal gezahlt werden. Habe ich auch im Kopf, 200 Millionen. Ja, das im Sande? Das haben die wahrscheinlich dann über Anzeigen geregelt. Ich vermute mal, da haben sie nicht gesagt, ich kriege das direkt, sondern haben wahrscheinlich irgendwelche unsinnigen Bundesregierungsanzeigen in unsinnigen Zeitungen wie Süddeutsche, Alpenpravda, gibt es die eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. FATS und so geschaltet. So wird es gelaufen sein. Also freie Presse ist ein Witz. Ist also, wenn das ein Zeichen für autoritäre Kräfte, totalitäre Strukturen ist, dann sind wir schon so weit. Und das dritte war? Demokratische Institutionen, wo ich mich frage, was ist das? Naja, die meinen wahrscheinlich so Bundestag, so gewaltenteilungstechnisch. Aber das machen die auch. Das ist ja süß. Also Bürgerräte zum Beispiel. Wo kommen denn diese Bürgerräte plötzlich her, die neben demokratische Institutionen gesetzt werden, um demokratische Institutionen so ein bisschen auszuhöhlen? Also genau die drei Punkte treffen eigentlich auf diejenigen zu, die zurzeit das Sagen haben. Genau, das ist aber immer wieder nur eine Frage der Definition. Weil es ist ja, man kann ja, also die selber definieren ja, was eine freie Presse ist. Und die sagen halt, dass der Zustand ist eine freie Presse. Ja, fertig. Die sagen, 3 und 3 ist 5. Ihr könnt alle frei jubeln. Genau. Also wie ihr jubelt, bleibt euch überlassen. Ja. So frei seid ihr. Genau. Ja. Und dann definieren die halt in diesem Paket hier immer auch gleich, was deswegen zu tun ist, wegen dieser Zustandsbeschreibung. Und deswegen sind die nächsten Schritte. Pass auf. Es ist notwendig, die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts stärker gegen die Einflussnahme demokratiefeindlicher Kräfte abzusichern. Ja, das ist aber doch... Super Idee. Super. Aber es hätte von uns kommen können. Das kommt ja auch von uns. Wollte ich gerade. Das kommt von uns. Wir sagen doch immer und immer wieder, dass von den 16 Richtern am Bundesverfassungsgericht kein einziger ohne Parteiunterstützung da gelandet ist. Also nur die Parteien oder teilweise auch aus den Bundesländern, über die Bundesländer, die Parteien haben das Vorschlagsrecht und kein anderer. Und wir haben jetzt mal herauszufinden, wann gab es denn das letzte Mal, als Bundesrichter, Bundesverfassungsrichter, die werden ja gewählt am Bundestag, wann gab es denn das letzte Mal mehr als ein zur Auswahl für einen Posten? Und da haben wir hier in den Archiven mal rumgestöbert und die haben nichts gefunden. Also so super demokratisch funktioniert das, dass die Parteien vorschlagen, immer nur ein Kandidat zur Wahl steht und der dann, oh Wunder, ganz alle, also eigentlich immer, soweit ich weiß, 2/3 Mehrheit bekommt. Ja, und das hat es wohl auch noch nie gegeben. Noch nie. Dass mehr Kandidaten da waren. Ja, das ist diese... Ja. Wahl sinnvoll stattgefunden hat, ja. Also Wahl hat ja auch sowas von Auswahl. Ne? Wahl heißt ja nicht nur, jetzt der da, den musst du wählen, das ist ja jetzt keine direkte Wahl. Hat auch was mit Auswahl, so wie wir beim Bundestagsvizepräsidenten ja immer seit vielen, vielen Jahren eine Auswahl anbieten. Da wird keiner gewählt, da funktioniert das System. Aber das ist ja noch nicht mal die Wahl. Es ist ja, wenn ich sage, willst du Schnitzel oder nicht, ja, hast du ja wenigstens noch die Wahl, gar nichts zu nehmen. Aber das ist ja auch nicht. Ja? Weil derjenige, der da auserkoren wurde, aufgrund seiner hervorragenden Parteitreue. Nähe. Sag mal Nähe. Ja. Ja, und selbst wenn die anderen, die dann jetzt nicht die Partei sind, was dagegen haben, dann wählen die den trotzdem, weil die genau wissen, beim nächsten Mal dürfen wir einen aufstehen, dann gucken die anderen nicht so genau. Ja. So, und deswegen steht hier auch, also deswegen ist das ein sehr guter Schritt. Sagen wir, super. Voll unterstützt. Darüber hinaus wird aber auch geprüft, welche Instrumente der wehrhaften Demokratie sinnvoll genutzt oder nachgeschärft werden können, um unsere Verfassungsordnung besser zu bestehenden oder zukünftigen Gefahren zu schützen. Mhm. Also, gut. Die Verfassungsordnung vor künftigen Gefahren zu schützen. Ich befürchte, jetzt schalten viele ab. Das ist sehr kompliziert. Nee, also es geht, glaube ich, darum, dass die irgendwas einbauen wollen, dass man die Verfassung nicht ändern kann. Weil die gehen, glaube ich, davon aus, dass wir eine Zweidrittelmehrheit haben demnächst. Ja, das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Ne? Die tun so, also die wollen ja die Gesetze sozusagen dagegen schützen, dass man die mit einfacher Mehrheit ändern kann. Einfache Mehrheit heißt halt so über 50%. Jetzt stehen wir in den Umfragen aber bei um die 20 in den offiziellen Umfragen. Mhm. Da frage ich mich, welche Panik reitet die denn? Ja. Warum denken die denn, dass wir kurz vor den 50% stehen? Sind die Umfragen alle gefaked? Sind die falsch? Haben die andere Umfragen? Dürfen nur Umfragen veröffentlicht werden, wo wir nicht deutlich über 20% stehen? Oder wissen die, was noch kommt? Ja, wundert mich. Was haben die noch vor? Das war jetzt jedenfalls der erste Punkt. Von 13? Mhm. Also jetzt geht's schneller, oder? Haben Sie Zeit mitgebracht? Also der zweite Punkt ist der ganzheitliche Ansatz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Hattest du bisher das Gefühl, dass das nicht der Fall ist?
Nee, also ich, wie hat das, glaube ich, Broder formuliert, gesagt, je länger Hitler tot ist, desto mehr Widerstandskämpfer gibt es. Hat, glaube ich, Henrik Broder, der ist ja auch, dem kann man immer hervorragend zuhören, ne? Ja. In so einem Interview gesagt. Und ich habe den Eindruck auch, wenn man so an meine Jugend, die ist ja schon ein bisschen länger her, deine noch nicht ganz so lange, zurückdenkt, also da war das nicht so eine Hysterie, ne? Nee, gar nicht. Ich meine, der hat auch der eine oder andere mal so einen bekloppten Spruch gemacht, wo man sich gedacht hat, das muss jetzt nicht sein. Aber da ist jetzt nicht gleich, sagen wir mal, sind nicht gleich Massendemonstrationen ausgebrochen und der Staatsschutz ist ausgeflippt. Das hatte man im Griff. So, Bekloppte gibt es immer, die gibt es auch heute, genauso wie es die vor ein paar Jahrzehnten gab, gar kein Problem. Aber dass man das jetzt so aufbläst, jeden Tag Ja. die Leute damit bombardiert, ich meine, das hatte auch einen gegenteiligen Effekt. Der hört, also nach meiner Kenntnis, Ja. dem, was ich so mitbekomme, hören da kaum noch Leute hin. Ja, aber auf der anderen Seite kann man auch jeden Tag, glaube ich, wenn man ein bisschen hin und her schaltet zwischen den Sendern, jeden Tag von früh bis abends Hitler gucken. Also wirklich, ich finde es erstaunlich. Also ich benutze ja dieses Fernsehgerät nicht so viel und auch schon gar nicht, um sowas zu gucken. Aber das finde ich immer wieder bemerkenswert, wo man sich denkt, ist nicht, sind wir nicht durch langsam? Also ist doch Also mir aufgearbeitet. persönlich erscheint das auch alles von allen Seiten umfassend Ja, beleuchtet. das meine ich auch. Also ich habe es jetzt verstanden. Sag ich mal, mit Also ich schon vor längerer fast Zeit. 40, ich bin durch. Ja. So, jedenfalls wurde hier festgestellt, dass alle demokratischen rechtsstaatlichen Kräfte auf allen Ebenen zusammenwirken müssen. Und das mit diesen allen Ebenen, da kommen wir später noch zu, das zeigt sich im Verlauf dieses Papiers noch deutlich, was sie mit allen Ebenen meinen. Also mir fällt da gleich an Gewaltenteilung und wenn man alle Gewaltenteilungen zusammenwirken lässt, ist das keine Gewaltenteilung mehr. Fällt mir jetzt spontan an. Aber wir wollen das dann so in 2 Stunden vertiefen, In, ne? ja, circa. Und den Extremisten müssen auf allen Ebenen Grenzen aufgezeigt werden. Man will also, und da kommt man dann jetzt hier später dazu, zum Beispiel das Gaststättenrecht und sonstige gewerbliche Maßnahmen anpassen. Anpassen. Ja, also im Gaststättenrecht habe ich jetzt noch keinen Paragraphen gefunden, wo es um Extremisten ging bisher. Ja, geht es, glaube ich, um Zuverlässigkeit oder sowas, ne? Oder so eine Vorschrift gibt es Also es da? geht da, glaube ich, auch, also Gaststättenrecht geht auch um Hygiene und so, oder? Du musst natürlich die Voraussetzungen erfüllen, eine Kneipe zu betreiben. Und wenn du rechte Gedanken hast demnächst, dann darfst du keine Kneipe mehr aufmachen. Und Genau, das die könnte man Gedanken sollen ja da. schon ausreichen, ne? Ja. Also man muss das, glaube ich, gar nicht äußern. Allein wenn man schon so denkt, Ja. dann ist das schon hochkritisch. Genau. Und extremistische Akteure und Agitationen müssen überall im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten in die Schranken gewiesen werden. Auch in der Ja. Gaststätte. Auch in der Das Gaststätte. muss der Wirt machen oder es gibt dann in jedem, gibt es immer jeden, so einen Gaststättenbeauftragten. In jeder Gaststätte sitzt dann so einer und Ich glaube, der sitzt da jetzt schon. hört zu, ja Ja. in jeder. Und versucht auch zu ergründen, was die Leute denken. Und wenn er sich denkt, der denkt falsch, der eine, Ja. dann wird der Laden nicht gemacht. Ja, und die nächsten Schritte sind, das BfV wird seine Also das Daten. Bundesamt für Verfassungsschutz. Wird seine Datenübermittlungsbefugnisse verstärkt nutzen, um anderen Behörden Erkenntnisse zu liefern. Zu liefern, schreibt man getrennt. Um weitergehende Maßnahmen anzuregen. Ja, also das BfV wird zu einer richtigen Spitzelbehörde, ist es ja schon. Genau. Aber jetzt sammeln die nicht nur Informationen, sondern verbreiten die auch noch. Genau. Also verarbeiten die und verbreiten die. Und da die natürlich auch nie Quellen angeben, weil die ja Geheimdienst sind, können die eigentlich jeden Murks auch erfinden. Ja. Einfach erfinden und sagen, das hat uns einer erzählt, das haben wir da gesehen, das haben wir da gehört. Dann fragt man ja, wie, wer, wo, was. Können die Ja. sagen, ist geheim. Ja. Und zack, kriegt dann die Gaststättenbehörde in Gera einen Anruf und sagt, hier in der Gaststätte so und so, guck da mal genauer Und hin. so war es ja auch letzten Endes die ganze Korrektivgeschichte. Erst dieser Tage ist ja jetzt der Uli Siegmund auch abgewählt worden als Vorsitzender des Ausschusses. Er hat in seiner Rede, ich habe mir die angehört, auch gesagt, hat 8 Jahre den Vorsitz inne gehabt. Vom Sozialausschuss in Ja, Sachsen-Anhalt, ne? genau. Und was wird ihm eigentlich vorgeworfen? Hat nichts gemacht. Ja, Gar nichts, ne, ja. Aber das das reicht schon heute. ist scheißegal, ja. Die Rede war wirklich, also Uli Siegmund hört man ja auch immer gerne zu und guckt man auch gerne mal an. Und Das so ein Womanizer? Oder sagt man Womanizer? Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. ja, hatten wir schon mal. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ist ja nicht, aber ist ja, also für Sexismus bin ich ja hier die Okay, Beauftragte. gut. Ja, so, und ich glaube, ja, wir müssen jetzt erstmal eine Pause machen, oder? Ja, aber es reicht heutzutage schon, das ist ja schon, es reicht heutzutage, wenn man nicht ungefähr gefühlt ein Dutzend Mal am Tag laut aus dem Fenster ruft, ich bin gegen rechts, reicht das schon, um als Rechter zu gelten? Ja. Was ja jetzt eigentlich auch in einer funktionierenden Demokratie überhaupt kein Problem wäre, genau wie es Linke, Mittlere und gibt es auch Rechte. Bei Extremismus muss man, aber inzwischen ist ja jeder, der auch nur so ein bisschen rechts von links aus gesehen, von ganz links aus gesehen Ja. rechts denkt,
ist ja nicht nur ein Rechter, der ist ja auch schon ein Rechtsextremist und Nazi. Ja. Und deshalb ist das Ganze in Deutschland nicht so einfach, den Leuten draußen zu erklären. Den außerhalb von Deutschland? Auch in Deutschland. Ach so. Ja. Aber übrigens auch denen außerhalb von Deutschland. Hier war doch hier dieser Blödermann, wollte doch mit seiner Sendung, der wollte doch Nazis umbringen. Ja. Ne? Also ein öffentlich-rechtlicher Mordaufruf war das. Mhm. AfDler töten hatten wir ja schon bei so einer mehr oder weniger öffentlich-rechtlichen Demo in Aachen, glaube ich. Mhm. Dass AfDler getötet werden sollen, ist in Ordnung in Deutschland. Es geht ja gegen rechts. Und der hat gesagt, man müsste Nazis umbringen. Ja. Ne? Jetzt, ich persönlich stehe jetzt grundsätzlich schon mal umbringen relativ distanziert gegenüber. Also egal so, wen, man sollte eigentlich gar keinen umbringen. So. Und dann das Perfide ist ja dann, wenn man dann sagt, hahaha, guck mal, der Blöde, und dann sagt er, du bist ja Nazi, weil du dich angesprochen fühlst. Mhm. Und das ist ja das ganz Perfide, was so in der Diskussion eine Rolle spielt, dass alles, wie gesagt, mit dieser Keule da behandelt wird. Aber da, auch das werden wir überleben. Ich finde, man sollte niemanden umbringen. Und ich habe ja mal gesagt hier, wann war das, Aschermittwoch, glaube ich auch, je mehr Geld in den Krampf gegen rechts fließt, desto besser stehen wir da als AfD. Also meines Erachtens, sollte es verdoppeln. Dann stehen wir bei 40%. Ja. Ja, wenn so Vereine auf uns zukommen, die kein Geld für Kleinigkeiten haben, sagen wir auch mal, mach halt mal was gegen rechts. Dann sage ich, ja, aber das ist doch scheiße. Ja, ich, ja egal. Über uns wird auch überall, alle reden über uns, alle beschäftigen sich mit uns. Ja. Viele kennen uns und die uns kennen, sagen, super, macht weiter so. Und wir haben ja ganz viele Begegnungen in der Zeit. Ich frage mich immer, was die Leute sich unterhalten haben, bevor es die AfD gab. Da gibt es gar nichts. Die haben ja gar keine anderen Themen mehr. Fußball. Ja, da willst du auch nicht mehr drüber reden, also, oder? Ja, irgendwie sowas. Also Andi Brehme ist gestorben, jetzt ist doch alles vorbei hier. Jetzt haben wir also zwei von... Ja, wir haben zwei geschafft. Ich würde sagen, wir machen nächste Woche weiter, oder? Gut, wir machen also jetzt eine Pause. Ja. Und in der nächsten Woche machen wir dann die Punkte 3 und 4. Genau. Bis zum Ende des Jahres haben wir es geschafft. Ja, so, dann, also wir sehen uns nächste Woche wieder. Möglicherweise auch von hier. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube schon. Könnte sein, ja.